Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Duke of Bolgar. Wir sitzen in der Schuldenfalle. Wir schulden 700 Goldstücke an andere Leute. Wir sind immer noch im Krieg gegen die Revolte, gegen das Uprising. Die werden wir aber gleich crushen, hoffentlich. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir möglichst viele Vasallen loswerden, weil wir sonst keine Leute mehr bekommen. Also, hier habe ich 3. Und da habe ich 4. Das sind schon mal 7 von unseren 13. Das wird nicht reichen, Leute. Das Gold reicht nicht. Scheiße, ich hätte die Königreiche nicht machen sollen. Dann hätte ich mir das leisten können. Ich habe es zu spät gesehen, Leute. Es tut mir leid. Dann nehmen wir erstmal das mit 4. Da. Create. Duchy of Ryazan. Das ist die hier. Du bist doof. Du bist doof. Du bist auch doof. Und du bist noch viel doofer. Oh Mann. Okay, wer hat gar nichts hier? Hast du was? Die Duchy of Moskva und County of Otasi. Er wird dadurch viel zu stark. Nee, 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 nee. Ihr habt alle auch Leute noch unter euch. Er wird mich halt hassen, auf jeden Fall. Du hast einen Erben. Du hast noch ein paar Siblings, die das werden könnten. Ist nicht so gut. Ich will aber nicht einen noch stärker machen, der eh schon stark ist. Ja, das ist gut. Pass auf. Grand Title. Duchy of Ryazan. With lower titles. Du bist proper? Ich hoffe, du bist proper, sonst habe ich ein Problem. Bist du, bitteschön. Oh, und mit extrem guten Stewardship. Sehr gut. Bolgar Sunni läuft. So. Was haben wir noch? Kann ich noch was machen? Ich habe zu wenig Gold. Ich krieg aber ein bisschen Gold pro Jahr. Ein bisschen. Kann ich noch was machen? Nichts, was mir Gold gibt, ne? Ja, was Gold, wo ich Gold bezahlen muss für. Das heißt, wir müssen die Revolte jetzt crushen. Und zwar so schnell es nur geht, damit ich noch 10 Leute wegkriege. 10 Stück. Komm schon, mach. Mach hin. Kill him. Kill him all. Kill him dead. Wir müssen noch bessere Leute hier haben. Du zum Beispiel. Ja, sehr gut. 9-9 passt. Komm. Kill them dead. They need to die painfully. Sehr gut. No survivors. Doch, da sind Survivors. Dammit. 29. 17. Ja, Oktober. Sehr gut. Ich krieg die. Done. 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 And done. Offer peace. Enforce demands. Wir kriegen Piety und Prestige. Das ist sehr gut. Und Moral Authority. Awesome. Dankeschön. Tschüss. Du kommst in den Knast. Ich kann dich banishen. Bringst mit normalerweise nichts, weil du keine Kohle hast. Keine Kohle hast. Goodbye. Mein Courtier, ja. Jetzt bist du ein toter Courtier. Doch nicht. Ich hoffe, er wird jetzt explodiert. So, alle weg. X. Yep. Nein. Retinue Troops können wieder zurück. Na, bei Kumania, weil das finde ich gut. Und das wird auch noch eingenommen werden. Ich kann noch mehr Titel kreieren, habe aber kein Gold. Das ist schlecht. Absolut kein Gold. Na, die... Was? Warum ist die Balance auch immer so schlecht? Achso, weil der Monat vorher gut war und jetzt ist er richtig mies. Wir müssen das schnell wegbekommen, dieses Vessel-Limit. Ich muss Gold haben. Jetzt. Instant. Ich brauche Instant-Gold. Oh, ich krieg keine Levies mehr! Ich krieg deshalb jetzt keine Levies mehr! Willst du mich verarschen? Weil ich ein paar zu viel hab? Oh Mann! Okay, wir haben gar keine Holy Order geholt. Wir hätten uns eine Holy Order auch noch holen können. Dann wäre das ein bisschen schneller und besser gegangen. Ja. Overvassal Limit. Minus 100%. Du willst mich doch verarschen, oder? Wenn jetzt einer gegen mich eine Fraktion feuert, dann bin ich tot. 163%, warum auch immer, mit 8000 Männern. Ich habe sowieso 6000 plus Levy. Nicht plus Levy, plus Retinue. Ja. Wer bist du? Achso, du bist jemand, der hilft mir, den zu töten. Das ist gut, denn wenn der tot ist, dann ist zumindest die Faction weg. Ich weiß nicht, was sie alle treiben, aber sie sollen es machen. Ist okay. Hoffentlich kämpfen nicht gegeneinander, sondern da. Ich glaube, die Laws verhindern das. Centralization. A centralized state is important for the leash to grow powerful, but the decentralized states might be easier to maintain. Okay, also das Vassal Limit.
Die Main Size. Vessel Limit minus 5. Das ist schlecht. Nee, das dürfte ich mir auf gar keinen Fall erlauben. Hier würde ich mehr Vasallen Limit bekommen. Aber ich hätte halt weniger die Main Size. Nämlich um 2. Gut, dass es das gibt. Das werde ich jetzt aber noch nicht einsetzen. 5 würde mir überhaupt nichts bringen. Aber Leute, ich brauche so schnell es geht Geld. Warte mal. Ich weiß, wie ich Geld bekomme. Es ist eine scheiß Sache und es wird mir wahrscheinlich auch was kosten. Richtig was kosten. Aber das muss ich jetzt machen, damit wir hier auch nur ansatzweise überleben können. Expel the Jewelry. Weniger Tax. Und wir kriegen auch nur 600 Gold, aber das 600 Gold dürfte reichen. Wir verlieren 100 Prestige, aber scheiß drauf, und Diplomacy geht runter. Oh, und die Freundschaft geht. Weil Selekmann muss gehen, er ist Jude. Ja, yeah, I don't care. Oh, against the trade arbitrary. Ich will es versuchen, ohne zu schaffen, Leute. Unbedingt. Das sind Raiders, naja. Failure. Oh nein. Er hat überlebt. Ganz viele Vessels, die... Ja, an andere das geben. Also arranged marriage. Blessings upon you and your house. We propose, dass die marrien. Mein Courtier und der da. Oh, have fun. Eat and be merry, my child? Nee. Gott, das wirst du nicht. Temperate wäre gut. Okay. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Können wir hier noch was machen? Nee, ich will nicht nur zwei, ich will die da. 100 Gold, das ist super. Gibt mir wieder viel Prestige. So, wie sieht's aus? Du? Nein. Nein. Ja, bestimmt. Kuba hat schon viel. Duke of Itepsk. Ja, du könntest das noch werden, denn du hast nicht wirklich viel. Deine Duchy ist nämlich nur einseitig. Duchy of Smolensk. Die ist ja nur das da, die zwei da. Have fun. Du bist auch noch ein bisschen stärker. Ich hoffe, das war nicht der, der mich töten will. Mit seinen 99% Faction. Was bist du denn? Countess of Polotsk? Wirklich? Die wird das nächste dran glauben, glaube ich. Ich denke mal schon. Warum hat die denn? Countess of Polotsk? Und sie ist die Tochter von der Truller, die gerade gestorben ist. Ups. Und Severe Stress, ja, das kann vielleicht daran liegen, weil der Königreich explodiert ist. Oh, guck mal. Sie haben auch noch eins eingebüßt. Polotsk wurde annektiert von einem von uns. Cool. Deswegen ist sie jetzt wahrscheinlich auch da. Gott, damit. Muss ich irgendwie loswerden. Muss ich wirklich loswerden. Die hasst mich ohne Ende. Aber noch 3 und dann ist das Wasserlimit dabei. Das heißt, ich brauche ein bisschen mehr Gold. Viel mehr Gold, um genau zu sein. Gib mir mehr Gold. Warum gib mir Gold? Bei mir, my reputation is ruined, ja, muss halt. Sie kämpfen. Eine Rührzahnrevolte. Ich bin aber nicht damit dabei, also was soll's. Jetzt machen, was sie wollen. Ich meine wir. Aiming for the stars. Yeah, get ambitious. That's good. Get ambitious. Ambitious, my dear boy. So, 2. Immer nur 2 noch, ne? Wo sind Leute, die mir Probleme bereiten? Du bereitest mir Probleme, aber du bist Bolga. Sehr gut. Die hier werde ich kreieren. Du hast die Duchy of Rostov noch. Das ist aber nicht so gut. Du wirst sie aber, glaube ich, verlieren. Du hast die Duchy of Ryazan? Achso, du bist das. Ja, du kriegst jetzt noch eine mehr. Wo sind wir? Hier. Und dann... Ich glaube, die Duchy of Bryansk. Ja. Die kreieren wir für 100 Gold. So, und du bekommst die. Grand Landed Title. Duchy of Bryansk. Sehr gut. Have fun. Schlag dich selber mit dem Typen rum. Das ist mir egal.
Es ist nicht mehr mein Problem. Okay, da fehlen immer noch. Oh, da fehlen immer noch ein paar. 3 Stück noch, bis ich wieder Levy haben kann. Wir sind extrem vulnerable gerade, Leute. Extrem vulnerable. Und die Revolte hat gerade hier die riesigsten Armeen zusammengezogen. Was zur Hölle? Gegen was kämpft ihr? Alexander the Drunkard und Claim und Ryazan. Okay, die claimen das untereinander. Das ist nicht gut. Warum habe ich nicht die richtige Crown Authority dafür? Ich habe doch High Crown Authority. Instead on a budding bureaucracy led by the lesser nobility. Ja, aber... Vassal titles can now pass outside the realm through inheritance. Ja, das können sie nämlich nicht. Also ist das da irgendwie schon mal Quatsch. Vassal can now fight each other. Ja, das dürfen sie eigentlich auch nicht können. Can now pass outside the realm. Revocation of infidel titles no longer free. Ja, komisch. I don't know. Eigentlich dürfte das nicht passieren. Sie dürfen nicht untereinander kämpfen und das zusammen konsolidieren, die Macht. Ich verstehe nicht, warum sie es machen können. Wir sind im Jahre 1173. Im Jahre des Herrn, 1173. Also, mal gucken. Oh, sie nehmen Q-Mania ein mit 10.000 Mann. Wie geil ist das denn? Ja, so möchte ich das haben, Leute. Geil. Holy War. Oh, und noch ein Muscovite Holy War. Sehr gut. Leute, super. Nimm Q-Mania ein, das ist super. Es... Usurp the title Duchy of Ryazan from Duke of Briance. Du Dreckschwein! Ich hasse es, wenn ich so Typen mit drin habe, ne? Komische Russen da. Boah, also nichts gegen Russen, aber hallo? Du Drecksstück! Das ist jetzt Duke of Ryazan. Ich habe die nicht umsonst an einen bestimmten gegeben. Oh, großartig. Das dürfte nicht passieren. Warum können die untereinander kämpfen und sich die Titel klauen? High Crown Authority, Leute. Ich habe das Gefühl, das ist ein Bug. Ich habe das Gefühl, das ist ein ekelhaft großer Bug. Aber schaut mal, wie groß wir geworden sind, Leute. Richtig cool, oder? Und hier bietet sich eine schöne Chance. Hier ist eine Revolte. Kann ich gegen dich kämpfen? Ja, ich kann dich conquesten. The conflict ends, our war will end too. The forces of the Legion and any other revolts will be hostile to our enemies. Wir verlieren Piety, aber ich hätte genug Piety, um Ungarn zu erobern, hätte ich denn das Vassal damit nicht unterschritten. Und ich glaube, Ungarn steht aber nicht mit drin, ne? Ne, Ungarn ist nicht im Imperium von Russland mit drin. Ich müsste Polen annektieren. Wir müssen auf Imperiumslevel kommen. Irgendwie, Leute, ich müsste Perm töten, irgendwie. Aber das da, schaut euch an, wie kacke das ist im Winter. Ja, wir haben endlich den Plot fertig. Das heißt, die Faction dürfte jetzt nicht aufgelöst sein. Natürlich, warum auch? Ist ja Quatsch. Dann plotten wir eben noch gegen den Marshal. I don't care. Kill him. Obwohl, ich wollte ja die Truller da auch töten, ne? Die 100% Truller. Warte mal, wo sind denn? Die da wollte ich töten. Dagegen dürfte die Plot-Power besser sein. Weil Foreigner und das ist eigentlich sehr hübsch, ne? Mal gewesen, das würde ich. Meine Mutter war ja auch nicht hübsch. So, das läuft. Das läuft auch ganz von allein, denke ich. So, das hier beruhigt sich wieder, das ist gut. Dadurch sind sie nicht so ganz so willig, mich zu töten. A message about arranged marriage. Nein? Nein? Geh weg? Nein, hau ab. Blablabla. Und er mag mich mehr, wer auch immer das ist. Ich habe keine Ahnung. Aber er mag mich, das ist voll gut. So, Factions. Lower Crown Authority. Ja, ich weiß, warum du das willst, du doofe Kuh. Kannst du vergessen. Kannst du vergessen, kannst du das. So, ich will Claims. Und zwar hier will ich überall Claims haben, damit ich das schnell erobern kann. Perm wäre auch eine gute Zeit für Claiming. Aber ich könnte es, glaube ich, sogar invasieren, oder? Holy War. Invasion of Perm. Könnte ich das alles erobern. Wenn ich das hätte, mal angenommen, wir würden es schaffen und dieses Land bekommen. Komplett. Oh, Leute. Das wäre awesome. Das wäre richtig awesome. Dann hätten wir Russland. Dann hätten wir das Imperium Russland, das wir werden würden. Am liebsten wären wir aber das hier. Kann ich das hier claimen? Nee, ich kann... Nee, das sind Sunni. Ich kann die nicht invasieren. Invasion in Sunni Lands wird nicht funktionieren.
Wie viele Leute hast du? Nichts, er hat gar nichts am Hut. Ich meine, ich auch momentan nicht, aber... Oh, wieder 15k möglich! Geil, Andre... Oh yeah, wir sind nah genug anscheinend. Ja, sehr gut, es ist nicht mehr weit genug drüber. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Deswegen sind die auch schwächer geworden, die Dings. Awesome. Okay, das heißt, wir brauchen ein bisschen mehr Gold, damit wir noch ein bisschen hier was machen können. Paris Lovell. Ja, da ist auch einer dabei. Sehr gut. Team of Kumania könnt ihr auch machen. Paris Lovell. Paris Lovell. Für 100 Gold. Awesome. Danke. Du wirst es, mein Freund, denn du bist Olga Suni. Wunderbar. Dich lieben alle. Ich bin dein Erbe, das ist noch besser. Duchy auf Paris Lovell. Nimm. Zap. Läuft. Wieder ein weniger. Geil. So. Ich bin dafür, wir machen eine Invasion von Perm, Leute. Oder? Ich bin dafür. Das Dumme ist, wir müssen noch ein bisschen sammeln. Denn ich will A, einen großen Warchest haben. B, mehr Piety. Ich will das tanken können. Denn Piety von Vessel Buildings? Nein, die steht nämlich irgendwo Prestige, nein. Irgendwo war das. Ich habe 40 Vessels, das ist viel zu viel. Ich habe 40 Vessels, mein Vessel Limit ist 25. Achso, die sind. Nee, doch, die müssen alle landed sein. Komisch. Warum sind die mir denn unterstellt? Strange. Also, hier müsste irgendwo drinstehen was von Piety. Piety plus 20, das will ich nicht verlieren. Das brauchen wir. Das brauchen wir, damit die Levies groß genug sind. Blablabla. Bla, bla. Ja. Kill her. Nope. You won't get my option. You won't get her, you ass. Oh, ich hab so viel verbraucht bei dem bei der Eroberung, ne? I think I'll celebrate with beer. Weil der Wein wurde vergiftet. Und damit Trulla. Haha. So, das hat sich erledigt. Die Trulla ist down. Die Faction geht auch zugrunde. Kann ich dich töten? Yes, I can. Gucken, ob irgendjemand leicht bestechen kann. In einer guten Power, zum Beispiel ihn. Pff, ein bisschen viel. Komm, damit. Oh, ich habe nicht mehr viel. Ups. 9%. Ich kann nur inviten, also ich habe nicht viel noch für ein Gift. Ist egal, wird schon klappen. So. Mal gucken, wie es weiterläuft. Super, oh nein. Diplomat. Ich brauche keinen Diplomaten eigentlich. Ja, die 5 Prestige, die kann ich schon tanken. Ist okay. Geil, Leute. Also wir sind momentan gut dabei. Wir müssen nur gucken, dass wir irgendwie Perm einnehmen. Irgendwie. Das müssen wir irgendwie schaffen. Das wäre nämlich echt gut. Wenn wir Perm einnehmen, haben wir das Imperium Russland und dann ist es soweit. Wenn wir es komplett invasieren könnten. Wir müssen, ihr habt ja gesehen, wir müssen nur den Warscore erhöhen auf 100%. So hoch müssen wir bekommen. Dann klappt das eigentlich auch. Die Frage ist, wie viel müssen wir davon noch einnehmen? Since we all die anyway, why to be so hassle about life? Er könnte Temperate bekommen. Oder nichts. Oder das, ja, Temperate. I suppose you're right. Okay. Wait a second. Können wir das noch irgendwie kriegen hier? Wie viel brauche ich für das Tartar... wie war das? Tartaria. Wie viel brauche ich dafür? 80%. Nee, Leute, das schaffen wir nicht. Das, ich weiß nicht, wir haben so viele von denen schon. Aber hier, wir müssen die alle noch erledigen, Leute. Ich meine, das hier wäre jetzt kein Problem. Zu erledigen wäre kein Problem. Ja, da haben wir sogar ein Claim. Aber es ist ein Ally, es wird uns 50 Prestige kosten. Aber das ist dann auch alles zu nie, ne? Oh, Leute, nee, Leute, das Perm. Perm und das Russland, Königreich Russland ist einfach das Beste. Das Imperium Russland. Das sind einfach die besten Sachen, die wir machen könnten. Aber es ist halt nicht unser Imperium, ne? Unseres wäre von Haus aus das Imperium der Tartaria. Karpaten oder so. Nee, Karpaten wäre es sicher nicht. Aber hier so... Das wäre noch so viel und ich weiß nicht, wie wir das schaffen sollen, wenn wir keine ordentlichen Claims bekommen.
Apropos Claims. I don't know. Das hier sieht aus, als wäre es. Ja. Hier musst du die Claims holen. Damit wir uns das holen können. Wenn er einen guten Claim bekommt, mache ich es da. Wenn es vorher irgendwie was anderes für uns gibt, dann nehme ich lieber das Duchy of Turov. Das sind alles so kleine Duchies. Das ist so kacke, ne? Das ist so kacke. Nehmen wir die. Gibt es hier jemanden? Nee, gibt es nur Quatsch. Aber da weiß ich, glaube ich, schon was. Duchy of Brianz, die habe ich doch. Hä? Die habe ich doch eben gemacht. Die hatten wir auf jeden Fall schon. Der Typ muss tot sein. Nee, der muss die Duchy das stört haben. Bist du doof? Bist du ganz bescheuert? Ja, hier ist nämlich jetzt ein anderer auf dem Thron. Damn. Das gefällt mir gar nicht. Wir sollten lieber bei uns die Macht konsolidieren, nicht bei denen. Ich nehme diese Duchy diesmal. Tschernigow. Zap. Dann. So, und die bekommt jetzt aber. Was haben wir noch so für Duchys hier überall? Was hast du für ein Duchy? Duchy of Ithil. Oh Gott, was? Du hast das hier? Oh Leute, das ist so messy alles, ne? Es ist so messy, sage ich euch. Was hast du denn? Du bist auch Russe, aber du bist wenigstens Sunni, das ist schon mal was. Hast du einen Titel? Duchy of Kiev. Jo, kriegst du es noch einen. Ein Landetitel. Duchy of Chernigov. Bitteschön, viel Spaß dabei. Grenzt auch an deine, da freust du dich, ist super. Dich ist super, ist nicht super. Ist nicht super. Ist super. So, wir haben 24 von 23, wir haben gleich keinen Malus mehr, sehr gut. Wir werden versuchen, nach und nach die Duchies zu kreieren, wie bescheuert. Wir haben maximalen Bonus an Prestige, wir haben maximalen Bonus an Piety, glaube ich auch. Das ist gut. Wir könnten es versuchen mit Perm. Wir können erstmal Jama holen. Holy Wolf of Jama. Können wir einen Conquest War machen da draus? Weil das ist ja nur eine. Ja, warum auch immer, soll es Just werden, ist okay. Ja, wie wär's damit? Wir machen einfach einen Conquest auf Romy. Und diesmal nehmen wir nur die persönlichen. Meinen persönlichen Levy. Und, was ist da? Obwohl, ne? 1500? Nee. Und der hat. Das hasse ich, weißt du? Supply 1500, 2300 Supply Range. Awesome. Thank you. I love it. I really love it. So, ich muss nämlich aufpassen, dass ich meinen Levy nicht verliere. Meinen persönlichen, die Main Levy. Denn dann erscheine ich schwach gegenüber den anderen. Warte mal, wir könnten eigentlich auch noch. Warte mal, kann ich das nicht so? Nee, wie war das? PV? Kann ich denn die Levy raisen? Ich dachte, damit. Ich konnte das doch mal. N? Dann würde ich nur die Levy. Upsala. Okay, das ist. Punkt. Das ist nicht, was ich wollte. Ach, Roomba. Ich will nicht raustappen gerade, weil sonst kann ich die Aufnahme ab. Also, das ist was. Ich könnte doch hier. Ja. Raise local beach levies. Warum wird hier gesieged? Boah, die versuchen wieder ihr Land zu holen, ne? Das ist total dreckig. Ja. Dann hole ich mir halt nur die von denen. Das ist gut. Ich habe wieder genug Geld für noch eine. Für noch einen Titel, den ich kreieren kann. Turov, ja, diesmal bist du dran. Seid schon wieder ihr, ey. Oh. Wisst ihr was? Komm. Kiew. Du bist sicher eine coole Sau. Ich bin dein Erbe. Duchy of Turov. Have fun. So, jetzt sind wir wieder nicht richtig. Was? Die sind doch gar nicht mehr meine Leute. Oh, damn. Keine Ahnung, was da wieder passiert ist. King of. Ne? Duchy of Brianz. Können wir auch noch machen. Ja, komm. Machen wir wieder. Können wir wieder ein bisschen Prestige. Ich finde euch beide scheiße.
Bist du wenigstens Bolger? Ja, du bist Bolger, du bist cool. Du bist Account von Mordvar. Jetzt bist du gerade auch noch. Es ist total messy, Leute, und es wird mir sicher irgendwann in den Hintern beißen. Ich weiß, aber screw it. Dann. Have fun. So. Ich bin immer noch nicht drunter, ich bin drüber. Was? Das sind nicht mehr meine privaten, meine Levies direkt unter mir. Jeder hat jetzt da Dings drüber. Ich verstehe es nicht, Leute. Das ist komisch. Ich könnte so das Kingdom machen. Ja, das ist echt strange, aber naja, ist jetzt halt so. So, wir haben das. Hier kann ich dummerweise noch nicht hin, weil wir haben 765. Das würde meine Truppen sofort zerschmelzen. Aber absolut zerschmelzen. Troublesome Peasants. My liege, I write to you with bad news from Bolga. My efforts to squeeze some extra taxes. Oh. Okay, Leute. Aber hier endet auch der Part. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei, wenn ihr wollt. Bei Let's Play Duke of Bolga. Bis dann. Tschüss.